It's always a dream coming back here. It's a very special track for me in my heart. It's my favorite place in the world. It's thrown all conditions at us this weekend. Das Top 30 Qualifying geht los. Ab jetzt läuft dieses Top 30 Qualifying auch offiziell mit Zeitnahme. Wow. Kommt der Tomczyk da quer? Das ist fast im Stil eines Rallye-Fahrers. Neu auf Platz 2, Conor De Filippi. Marcel Fessler im Moment der Schnellste. Jelmer Buhrmann stellt erneut eines der Black Falcon Autos auf die Pole Position. Platz 2 geht an Audi, dann Conor De Filippi im Rowe BMW M6. Wirklich schöne Sache, dass so viele Fans gekommen sind, um das hier wirklich hautnah zu erleben. Ich denke, man sieht, wir sind auf einem guten Level momentan schon. Und Jelmer hat wirklich eine erstklassige Runde hingelegt. Und natürlich würden wir das gerne halten und vorne wegfahren. Auf der zweiten Position der Phoenix. Audi mit der Startnummer 4. Jetzt geht's ab in die 6-Stunden-Hut. Der Druck kommt von Hendrik Still. Still dreht ihn um und dann gibt's eine leichte Berührung. Berührung, da gab es eine Berührung zwischen Kroppes und Fessler. Boah. We aim to win the race. Yeah, Jesse and I haven't won a race together yet, so we would really like to win today. Da sehen wir den führenden Nick Tandy. Leading with only 3.5 laps to go, but the Wagenhorst car is very quick, so. Jetzt geht's wirklich hier Stoßstange an Stoßstange. 3 Runden noch zu fahren. Kroppmes gegen Krohn. Boah, Gott sei Dank keine Berührung. Aber dicht an dicht, und das ist der Motorsport, den wir sehen wollen. Christian Kroppmes versucht natürlich alles. Jetzt ist er ein bisschen eine schönere Linie gefahren, würde ich mal sagen. Kommt da näher ran, kommt daneben, setzt sich daneben. Leichte Berührung und Kroppmes in der Linkskurve. Vorbei. Amazing feeling. Everything and everything I do, this team does, is for this moment here, so.